Liebe Grüße aus Katis Küche. Ich bin heute wieder bereit, habe meine tolle Schürze angezogen und habe mir gedacht, ich mache heute eine Biskuitrolle. Wisst ihr was, am Anfang früher, also vor 2, 3 Jahren, habe ich immer so richtig Bammel gehabt. Ich habe mich nie getraut, eine Biskuitroulade zu machen, weil ich immer gedacht habe, wenn ich das einrolle, das so zerfällt. Dann habe ich es mal probiert und tada, es war gar nicht so schwer. Ich zeige euch, wie das geht heute. Ganz einfach und easy. Wir brauchen 6 Eier, 6 Esslöffel Wasser, 100 Gramm Mehl und Marillenmarmelade. Also ich nehme immer Marillenmarmelade. Ich trenne die Eier immer, das Eiweiß und das Eigelb. So. Dann wird das nachher so richtig ein schöner Biskuitteig, wenn man das trennt. Oh. Nichts. Mathilda steht bereit und hilft mir wieder. Übrigens, habt ihr bemerkt, dass dieses Rezept gar keinen Zucker hat? Das ist das Gute daran. Ich gebe keinen Zucker dazu, weil die Füllung mache ich mit Marillenmarmelade. Also es ist eh schon süß genug. Ist echt cool. Ich gebe jetzt das Eiweiß rein. Und starte, meine Mathilda. Lass das ziemlich lange rühren. Nachdem ich es jetzt ein paar Minuten gemixt habe, gerührt habe, also Mathilda, sieht das Ganze dann so aus, also richtig schöner weißer Schnee. Montiere es wieder. Danach kommt das Eidotter hinein und das ganz auf langsamer Stufe. Gerade ein bisschen, dass es vermischt wird. Dazwischen habe ich das Backrohr auf 170 Grad Heißluft angemacht. Ein Backblech mit einem Backpapier ausgelegt. Es liegt jetzt bereit. Waren jetzt ungefähr 2-3 Minuten. Das Mehl auch wieder dazu auf ganz langsamer Stufe. Gerade, dass es ein bisschen durchgemixt wird. Circa 2 Minuten war das jetzt. Gebe ich noch das Wasser dazu, die 6 Esslöffel und lasse das auch wieder weiter mixen. Das Ganze geht jetzt auf dieses Blech mit Backpapier. Ihr seht die Masse. Nehme ich meinen Löffel. Wie gesagt, es hat keinen Zucker, auch keinen Backpulver, weil Biskuitrollen sollen ja nicht so aufgehen. Das Ganze glatt streichen, wie ihr seht. Ich nehme halt einen Löffel, ist egal. So, dass diese Masse, so wie ihr sie glatt streicht, so habt ihr sie nach. Biskuitroulade. Wie gesagt, früher hatte ich echt Bammel davor. Ich meine, es kann heute auch noch schief gehen. Aber no risk, no fun. Oder? So. Das auf 170 Grad Heißluft in den Backofen circa 20 Minuten. Ich habe es jetzt aus dem Backrohr genommen. Ihr seht, das Backpapier ist noch drauf. Was ich immer mache, ist mit einem nassen Tuch ein bisschen so oder es ausbreiten ein bisschen. So. Nur, dass das Backpapier besser
runter geht. Ein bisschen. Okay. Versuchen es. Ja, es funktioniert. Hier hängt es ein bisschen. Einfach mit einem nassen Geschirrtuch anfeuchten und das langsam runterziehen. Ich weiß nicht, warum ich früher so viel Bangen hatte. Keine Ahnung. Das Ganze bestreiche ich jetzt. Marillenmarmelade. Jemand macht Nutella, jemand, keine Ahnung, man kann auch Sahne reintun und frische Erdbeeren. Alles Mögliche. Nach Lust und Laune. Ich mache dann mal weiter. So, ich habe das jetzt bestrichen. Dann drehe ich das Ganze. Ich will ja nicht eine längliche Roulade. Seht ihr das? Und dann müssen wir das so einrollen. Das heißt, dass das auch so bleibt. Seht ihr das? Okay. Am Schluss nehme ich dieses Tuch und roll das so ein. Seht ihr das? Das lasse ich jetzt so ein bisschen zum Abkühlen. Mache ich da so ein Paket. Seht ihr das? Jetzt lassen wir das. Ein paar Minütchen. Meistens lasse ich so 10 Minuten, dass es sich wirklich, wie sagt man, abkühlt. Und dieses Paketchen ist immer so süß. So, jetzt schauen wir mal. Ich öffne das Ganze wieder. Ja, das Tuch ist natürlich fleckig geworden von der Marmelade. Aber das macht nichts. So. Die Hände habe ich gewaschen. Ich gebe jetzt hier ein bisschen Zucker auf. Das ist unten. Und jetzt von oben. Puderzucker. Wir haben ja keinen Zucker im Teig. Ich schneide es mal durch. Nehme jetzt einen Teller. Moment. So, dann zeige ich euch das jetzt. Tada! Sieht doch ganz cool aus, oder nicht? Hm. Natürlich kann man eine Biskuitrolle auch kaufen. Aber wieso soll man das tun? Ist ja rackzack selbst gemacht. Ich finde, es sieht aus wie vom Konditor. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja. Was ich sagen will ist, diese Biskuitroulade ist sehr schnell zubereitet. Und das Beste daran, ich weiß, was drinnen ist. Also es sind keine E-Nummern drin, es ist kein Zucker drin, es ist nur meine Lieblingsmarmelade drin, die Bio-Eier, wo ich immer bekomme von einer Nachbarin. Es macht einfach Spaß zu backen und für mich persönlich, also mir pflegt es das Individuum. Wenn ich backe und koche, bin ich so in meinem Element, kann abschalten mit allem und genieße den Rest des Tages. Wir verspeisen das am Nachmittag zum Kaffee mit den Kids und euch wünsche ich einen schönen Tag und vielen Dank, dass ihr mich angeschaut habt. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich noch mehr. Bis zu meinem nächsten Video. Ich grüße euch. Macht's gut.